In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, ihr wartet jetzt schon so lange auf dieses Video und ich habe mir immer noch nichts einfallen lassen, wie ich das Video drehen könnte. Ihr wisst, ich bin jetzt in der 25. Woche schwanger und der Name der Kleinen steht schon von Anfang an fest. Also der stand auch schon bei Lina fest, also seit 2015. Und das kann ich euch sogar beweisen. Ich hoffe, die Waschmaschine im Hintergrund stört euch nicht. Aber Lina schläft gerade und ich wollte das Video schnell abdrehen. Und zwar habe ich damals in so eine Mami-Gruppe geschrieben, wie sie denn die Tochter nennen würden. Kann man das jetzt erkennen? So, da steht auch schon der Name, seht ihr das? Und das ist von 2015, Leute. Also den Namen hatten wir schon damals. Ich wollte euch aber auch trotzdem nochmal die Namen nennen, die wir auch so im Kopf hatten. Und dazu sage ich euch auch dann noch was. Also was Kurzes. Also es war so, wir am Anfang hatten wir es richtig schwer mit dem Namen, bei Lina zum Beispiel. Wir haben meine Mama gefragt, dann, also am Anfang sollte sie Alicia heißen. Ich habe es auch in den Live-Videos schon sehr oft gesagt. Die mich auch wirklich nonstop verfolgen, die wussten auch direkt, wie die Kleine jetzt heißen wird. Also zu 90% hat jeder richtig geraten. Ja, also, Alicia ist es nicht geworden, weil der Name nicht im Koran steht und ist ein christlicher Name, glaube ich. Aber den Namen hatten wir wirklich im Kopf. Auf Facebook gibt es sogar noch einen Status oder ein Foto, wo wir sagen, Alicia, wir freuen uns auf dich oder so steht da. Aber der Name ist es halt nicht geworden. Jetzt geht die Waschmaschine so richtig ab, ne? Genau, Alicia ist es nicht geworden. Ich finde den Namen aber immer noch sehr, sehr schön. Dann hat meine Mama vorgeschlagen, den Namen Azra. Azra fanden wir auch schön, aber das ist so, der Name ist einfach zu hart. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich glaube, ich muss kurz die Waschmaschine die Tür zumachen. Moment, Leute. Ihr Lieben, fragt mich jetzt nicht, warum ich nicht fertig gemacht habe. Ich weiß, ich sehe katastrophal aus. Ich bin ungeschminkt. Wir waren eben schwimmen und es ist so warm. Wir haben knapp 40 Grad draußen. Der Ventilator ist im Zimmer bei Lina. Und ja, aber Hauptsache, sie schläft in Ruhe und sie ist auch kaputt vom Schwimmen. Genau, wo sind wir stehen geblieben? Alicia finde ich immer noch schön. Das ist aber nicht geworden. Azra war uns zu hart. Und ich bin auch froh, dass wir sie nicht Azra genannt haben. Lina passt jetzt perfekt. Dann hatten wir den Namen Sara im Kopf. Nicht Sarah, sondern Sara. Also mit S-A-R-A. Ich weiß gar nicht, warum wir den Namen nicht genommen haben. Ich glaube, wir wollten nicht, dass das dann Sarah ausgesprochen wird. Ihr wisst ja, also ich wollte schon immer einen Namen haben, wo es in der Schule später keine Probleme geben wird. Weil ich weiß von mir aus, mich haben die Emil genannt. Und Auder nennen die zum Beispiel Auder. Ist klar, die können, man kann da nichts dafür. Ne? Ich spreche auch viele Namen falsch aus anderen Herkunftsländern. Aber ich wollte einfach einen Namen, was so, wo die Aussprache einfach leicht ist. Für die Mitschüler, für die Lehrer, für Lina auch. Und ich wollte auch, ich mag keine langen Namen. Und ich mag auch keinen Namen. Am Anfang wollte ich Lina zwei Namen geben, aber dann dachte ich mir, komm, nee, auf keinen Fall. Ich meine, was bringt der zweite Name? So, dann der Name Bassos. Ihr werdet jetzt sagen, Bassos ist ein kurdischer Name. Auders, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Auders Schwester ist ja verstorben, wo sie noch ganz klein war. Sie wurde von einem Skorpion gebissen und ist sie war noch ganz klein. Ich weiß jetzt nicht, wie alt sie genau war, aber ich glaube 4. Ich glaube, sie war 3 Jahre älter als Auders. Irgendwie sowas. Ich weiß aber nicht ganz genau. Ich will auch nicht jedes Mal nachfragen oder so.
Genau, aber dann wollte eigentlich Lina Bassos nennen, aber ich wollte das nicht, weil ich einfach nicht wollte, dass wenn er sein Kind mit dem Namen von der toten Schwester anspricht, dass er diese schlimmen Erinnerungen hat und auch für die Mama, wenn wir irgendwann zu meiner Schwiegermama fahren, dass sie, sie hat damals gesagt, sie würde sich sehr freuen, aber ich weiß, ich bin mir zu 100% sicher, dass jedes Mal, wenn sie diesen Namen Bassos hören würde, dass sie würde so einen Schmerz im Herzen spüren. Ich bin mir zu 100% sicher. Klar ist das was Schönes. Ich sag auch nicht, dass es was Schlechtes, aber diese Erinnerung, also viele Mamas, die selber Mama sind, werden jetzt bestimmt verstehen, was ich meine. Ich konnte das einfach nicht. Also, aber der wollte jetzt auch bei der zweiten, dass wir die vielleicht, er hat sein Glück versucht, aber ich habe gesagt, Schatz, ich find's schön, aber, also ich würde es auch gerne tun, ne? Aber dieses, ich habe einfach Angst, dass wir ihr, der Mama noch mehr Schmerzen bereiten, weil das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann, ist, glaube ich, der Tod des eigenen Kindes. War das jetzt richtiges Deutsch? Der Tod des eigenen Kindes. War das jetzt richtig? Naja, auf jeden Fall hatten wir auch Bassos im Kopf. Dann hatten wir Lina. Lina ist es jetzt auch geworden. Und ich bin sehr froh, dass wir sie Lina genannt haben. Der Name passt perfekt zu ihr. Und Lina kann übrigens auch den Namen ihrer Schwester schon aussprechen. Ja, darauf bin ich total stolz. So, dann hatten wir den Namen Elisa oder Esila. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe es jetzt einfach aufgeschrieben. Der ist es dann aber nicht geworden, weil, keine Ahnung. Hat mir dann doch nicht gefallen irgendwie und Audet auch nicht. Dann hatten wir noch den Namen Liva. Warum nicht Liva? Liva, ich weiß gar nicht. Wir hatten die ganze Zeit dieses L, ne? Wir wollten unbedingt, dass die Kleine mit der Name mit L anfängt. Ja. Aber Liva ist es auch nicht geworden. Also ich kann euch wirklich nur raten, nehmt den Namen, wo ihr euch zu 100% sicher seid, bei einem Jungen jetzt, wenn wir einen Sohn bekommen hätten, ich wüsste gar nicht, wie wir den nennen sollen. Audel sagt auch, wir hätten total Schwierigkeiten. Das ist so schwer, einen jungen Namen zu finden. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, wie ich meinen Sohn nennen sollte. Ich habe damals, ich weiß noch, wo ich jünger war, geschworen gehabt, dass ich meinen Sohn Dokan nennen werde. Gott sei Dank habe ich keinen Sohn bekommen. Wenn ich jetzt dran denke, Dokan, da schwört man sowas, ne? Und danach bereut man das. Genau. Moment, ich muss jetzt kurz was trinken. Ich habe zu viel gesprochen. So, dann hatten wir noch den Namen Alaysa. Den finde ich auch immer noch sehr, sehr schön. Aber der war mir zu schwierig zum Schreiben oder zum Aussprechen. Ich weiß nicht mehr. Da haben wir gedacht, nee. Also das sind jetzt wirklich Namen, wo die Namen, die wir bei Lina hatten, als wir noch nicht sicher waren, dass wir die kleine Maus Lina nennen werden. Ja, die Lina kam auch so am Ende. Ihr habt ja gerade die Nachricht gesehen. Da hatten wir die Namen, Moment, Sarah, Azra, Esila oder Lia. Also der Name Lina war noch gar nicht aktuell in der Zeit. Und das war glaube ich schon spät, ne? Ja, am 10.10. stellt euch vor. Nach 2 Monaten, da wussten wir immer noch nicht, wie die Kleine heißen wird. Da war ich schon in der 33. Woche oder so. Und dann hatten wir noch den Namen Melek. Melek finde ich auch immer noch sehr, sehr schön. Melek heißt ja Engel. Aber das war mir so Standard. Das haben sehr viele. Diesen Namen haben einfach sehr, sehr viele türkische Frauen. Ja, und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war ein Name, den man nicht dem Kind geben sollte. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Es gibt ja so eine Namensseite für die Türken unter euch, die kennen es vielleicht. Und da steht, welche Namen nicht gut sind. Es gibt auch Namen, die im Koran stehen und die sind trotzdem nicht gut. Zum Beispiel Kesban. Der Name soll auch nicht gut sein, wenn man das Kind so nennt. Ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Namen. Es haben sich sehr viele schon
ausdenken können, welcher Name das ist. Ich kann euch sagen, Tarkans Tochter heißt so. Und ja, Lia hatten wir, wie gesagt, bei Lina schon. Und Lina und Lia passen perfekt zusammen. Als meine Schwiegermama erfahren hat, dass wir eine zweite Tochter bekommen haben, dann meinte sie auch direkt zu uns, nennt die Kleine doch Lia. Und auch dann meinte sie, wollten wir sowieso machen. Das passt einfach, Lina und Lia. Klar sagen viele, ihr werdet die verwechseln. Nein, ich bin die Mama, ich werde das nicht verwechseln. Vielleicht Außenstehende. Aber wir wollen sie wirklich Lia nennen. Und Lina kommt auch abends jetzt zu mir immer, streichelt meinen Bauch. Mein Bauch ist ja jetzt nicht mehr zu übersehen, ne? Und küsst sie dann, sagt, oh Lia. Und also wenn sie abends zum Beispiel einschläft, dann ist ihr Kopf immer auf meinem Bauch. Und sie küsst und streichelt Lia und danach schläft sie auch ein. Also die, ich merke das, die haben jetzt schon so eine richtig enge Verbindung. Und Lia tretet dann auch sehr, sehr stark. Also das ist nicht normal. Die ist richtig aktiv. Ja, das waren unsere Namen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was euer Favorite ist von den Namen, die ich jetzt genannt habe. Also Azra, Elysia, Sara, Bassos, Lina, Esila, Liva, Lia, Aleisa oder Melek. Dazu muss ich aber auch sagen, also dazu wollte ich fragen, würdet ihr das Kind Bassos nennen? Also würdet ihr euer Kind eurem Mann zuliebe oder so nach der toten Schwester oder so benennen? Oder würdet ihr euch auch denken, dass, dann hat man so schlechte Erinnerungen und muss jedes Mal an diese Person denken, die natürlich leider Gottes verstorben ist. Also ich denke so, vielleicht bin ich zu sensibel, ich weiß es nicht. Aber ich würde das nicht wollen, dass meine Tochter irgendwann das machen würde, wenn mir dasselbe widerfahren würde. Natürlich wünsche ich das keinem, ne? Aber ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben. Ja, das war's auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt die letzten Sonnenstrahlen. Also bei uns soll es ab Donnerstag oder Freitag wieder um die 20 bis 25 Grad werden. Und das ist auch gut so, weil ich halte das nicht mehr aus, ey. Ich bin froh. Ich finde, in Deutschland sollte es wirklich nicht mehr als wie 28 Grad werden. Weil diese Luft ist so stickig. Jetzt weiche ich wieder voll vom Thema ab. Naja, ja, ihr Lieben, das wollte ich dazu sagen. Und habt einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Und tut mir nochmal leid, dass ich euch so lange warten lassen habe. Aber jetzt wisst ihr den Namen. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.